Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück bei Hitman. Wir machen auch direkt weiter mit der dreiköpfigen Schlange. Dies ist unsere nächste Mission und diese drei Herrschaften und die Dame, die müssen wir beseitigen. So, und hier gibt es auch wieder ein kleines Video. Good morning, 47. Our Providence contact has shared the identity of the Shadow Client, a former mercenary and bodyguard by the name of Lucas Gray. His past is a black void, but our analysts are digging deep. Meanwhile, we've had a breakthrough of our own. Comparing the malicious attack patterns with global shipping and transportation routes, we've figured out how Mr. Gray and his paramilitaries move around the world undetected. They're using the distribution network of the Delgado Cartel, Colombia's biggest drug manufacturer. Clearly, Gray must have struck a deal with the Delgados. Consequently, if we can cripple the cartel, we can severely limit the militia strike range. But to do so, we need to slay a three-headed serpent. Sociopathic cartel head Rico Delgado and his two closest lieutenants, PR guru Andrea Martinez and savant chemist Jorge Franco. With equal parts guts and guile, Rico Delgado runs a thriving billion-dollar criminal empire. The word is, the brutal and volatile cartel head is hell-bent on becoming the number one drug lord in the world. To achieve this, Martinez, a childhood friend of Delgado's, has been buttering up state leaders and decision-makers, paving the way for an expansion of the Delgado logistics network, while the brilliant but aloof and antisocial Franco has been hard at work developing a new type of super cocaine. So, three of Colombia's most infamous crime lords inhabiting a decidedly hostile environment. I will leave you to prepare. Dann bereiten wir uns mal vor. Und zwar nehme ich die hier nicht mit. Ich hätte gerne ganz klassisch eine Münze. Nö, die Goldmünze. Die ist hübsch. Ja, ich könnte natürlich auch klassisch dazu. Ja, Goldballer. Ja, es schimmert alles schön Gold. Ne? Der glatzierte Dietrich hier schimmert Gold. Wobei das wahrscheinlich eher Messing ist, aber hey. Das passt zueinander. Könnte ich natürlich hier auch noch hingehen und ein passendes goldenes Outfit nehmen. Aber das, nein. Das bleibt schön auf Standard. Muss mal gerade gucken, gibt es da eigentlich. Ich meine, hier kann ich die Sachen auch einfach ablegen. Gibt es eine Möglichkeit, das auf Standard zurückzusetzen, das Outfit? Ha. Ich glaube, das ist da das Standard-Outfit. Oh, das ist hier einfach nochmal. Oh, mit Handschuhen. Zwangloser Tourist. So, dann legen wir mal los. Hab schon eine Idee, wie wir diese drei Herrschaften um die Ecke bringen können. Gibt viele Möglichkeiten. Es gibt. Ich nenne jetzt mal ein paar, die ich nicht machen werde. Es gibt irgendwo im Untergrund ein U-Boot, das kann man manipulieren. Das ist aber eine ziemliche. Blöde Sache, weil man kommt dann irgendwie ganz Columbia, schwer da wieder weg. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers,
armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. Ja. Und tschüss, Bus, der mich gebracht hat. Ja. Richtig. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Eine zeige ich mal gerade eben noch. Ich glaube, damit kann man zwei gleichzeitig erwischen. Man kann diese Statue hier manipulieren und die Einweihung stören. Ja, man kann die manipulieren, dann muss man die Einweihung starten. Dann, statt die. Bei der Enthüllung, statt die Plane runterzuziehen, zieht er die ganze Statue mit runter. Das wäre eine Möglichkeit, aber. Gar keine Lust drauf. Ich sehe hier andere Möglichkeiten. Und zwar. Erstmal den Dietrich nutzen. Na, das kann ich noch gar nicht mitnehmen. Was haben wir hier noch? Drogenschmuggel-Memo. So. Oh, da wäre auch noch ein Schrank, aber nein. Ich verstecke mich hinter der Tür. So. Dich brauche ich. Dein Outfit brauche ich. So, ist noch was gedroppt? Ach, ein Schlüssel. Jetzt könnte ich die Tür, die Bude hier natürlich auch normal aufschließen. Aber das ist nicht unbedingt das, was wichtig ist. Ich brauche hier erstmal noch was anderes. Zum einen möchte ich gerne hier die Kamera aus dem Weg haben. Warte mal, dann könnte ich eigentlich vorbereitend. War das? Hier. Die Pistole liegen lassen. Warum, werden wir gleich noch sehen. Und ich hoffe, ich vergesse nicht, sie mitzunehmen. Sobald ich da durch bin. Ja, wobei. Es ist offensichtlich, warum ich die Pistole dahin packe. Ist halt so. So. Dann gehen wir mal hier hin. Weil das ist, scheinbar der einzige Dude mit Klebstoff in einem ganzen Dorf. Die Sache ist nur. Der wird mir den Klebstoff nicht einfach so geben. Weswegen ich ein bisschen nachhelfen muss. So. Machen es auch direkt wieder aus. So, ich möchte nicht laden. Ich möchte speichern. Einfach, die Gefahr besteht, dass die Frau von ihm oder Schwester oder Cousine oder was auch immer etwas eher wieder oben dreht und mich dann hier bei illegalen Aktionen sieht. So. Dann nehmen wir doch mal den Kleber mit und gehen zurück zur Bude. Oh, noch nicht ganz. Mir fällt gerade ein, ich hätte fast noch was vergessen. Ich brauche nämlich noch was.
Muss ich mal gucken, ob ich das finde. Finde ich das hier, was ich da suche? Jawohl. Das brauche ich. So. Und einfach, weil es kann, benutze ich hier gerade noch einen Schlüssel. Oh. Ah, das ist die Klamotte, die da liegt. Ja, komm, mach mal erst das Rattengift drauf. Dann den Kleber. Sehr schön. Und dann haben wir hier ein Souvenir. Und das brauche ich nicht unbedingt in der Hand zu halten. Aber was ich brauche ist. Oder was ich jetzt darf. Ich darf jetzt mit dem Ding da rein. Looking good, man. Looking good. Und lass mich mal kurz betasten. Bin ich zwar absolut nicht Alright, cool. You're clean and gefährdet good to von. go. Aber. Alright. Mr. Franco is expecting you in the caves below. I'll just radio the others. Hang on. Groovy. Ja. It's Carlos. Get Don out Franco, of here. His guest is here. Alright, come with me. Try not to get lost, okay? Place is kinda dangerous. I'll do my best. Blöde ist, ich könnte sie zu auch beide ausnocken. Aber ich brauche hier halt jetzt den, damit er mir die Tür aufmacht. So. Sehr schön. Das nehme ich ein Schlüsselkarten-Terminal. Peace and Love, ja. Ist nicht dein Geschäft. Ein bisschen langsamer gehen, ich dem nicht hinten reinlatsche. So, ich glaube, ich muss das Ding genau hier abstellen. Und anschließend muss ich ihn, der schon auf dem Weg ist, noch anlabern, glaube ich. So. Despite an annoying delay, it's finally here. Let's have a look. It got through customs without a problem, we hope? I had no issues. Excellent. We're not sure whether this will pass the taste test, but that remains to be seen. Follow us, please. Ja. Redet von sich selbst in der Mehrzahl. Interessant. Dann folge ich mal euch. Pluralis Majestatis hier. Ach ja. Ach, guck mal, er läuft so langsam. Alter, gebrechlicher Mann. Das sogar mit dem langsamen Laufen aktiv ich Sup, yo. einhole. Ja. Und dafür habe ich das Ding repariert, ne? Damit er es jetzt hier einfach nimmt und zerdeppert. Aber so ist das eben. Und er kriegt, was er verdient. Ja, geh mal ganz schnell zur Grube, dass du da reinkotzen kannst. Ciao. Oh. Franco confirmed down. Nice work, 47. Ja, und das auch noch ohne Probleme. So, jetzt könnte ich mich hier umgucken. Oh, aber oder wieder rausgehen. Da liegt eine Schere.
Gut. Das habe ich nur dummerweise. Fällt mir gerade nicht ein, was ich mir überlegt hatte, wie ich, welche Methode ich da. Ah. Dafür müsste ich. Ja, ich gehe einfach den Weg wieder zurück, den ich gekommen bin. Ich weiß, was ich mache, um in die Villa oben reinzukommen. Zwar erstmal wieder schön zurücklaufen. Moment, wo bin ich? Ich bin auf jeden Fall nicht da, wo ich hin wollte. Aber ich habe eine Idee. Das war eine blöde Idee. Hat es denn wenigstens gespeichert mal? Glücklicherweise hat es das. Also normalerweise passiert das so nicht. Wo bin ich denn da langgelaufen? Ich bin doch da hergekommen. Oh Mist, ich muss noch mal warten, bis er das Ding zerbrochen hat. Ich sollte halt immer einmal zur Sicherheit speichern, bevor ich irgendwas mache, was blöd ausgehen könnte. Aber es war gerade halt echt verlockend, die Kameras zu deaktivieren. Aber ich glaube, ich werde das diesmal bleiben lassen. Sage jetzt nur, wo bin ich denn da gerade gelandet? Oh, ich bin da gerade ausgelaufen und dann da im Mannschaftsquartier gelandet, anstatt die Abzweigung zum Ausgang zu nehmen. Ups. You don't have to know somebody who could. Doesn't matter. U-Boot-Besatzung. Als U-Boot-Besatzung kann ich da untertauchen. Das kann man einmal einstecken. Da liegt noch mehr Roddengift. Bathroom? Er ruft nach einem Bad. Und tschüss again. Und diesmal lasse ich das mit den Kameras bleiben und nehme direkt hier die Abzweigung nach draußen. Muss ja eigentlich nicht sein. Kann auch aufpassen, dass ich keine Kameras auslöse. So, dann wollen wir mal weitergehen. Wenn wir hier zwei beiden. Oh, es ist nur einer da. Okay, du einer, du. Wo auch immer dein Kollege abgeblieben ist. Warte mal, da hatte ich da unten doch dazugestellt, ne? Bin an dem vorbeigelaufen, der ist nicht wieder zurück. Okay. So, da ist das Häuschen von Miss Martinez. Da kommen wir aber später zu. Jetzt wollen wir erstmal zu Mr. Delgado. Dem guten Rigo. Und das hinzukriegen, möchte ich gerne diesen Mann. That is P-Power. Real name Paul Powers. Celebrity tattoo artist and reality TV star. Ja. Und der soll. Der ist hier, um Mr. Delgado ein bisschen Tattoo zu stechen oder zumindest zu entfernen. So. Ich werde aber jetzt erstmal den Barkeeper los, weil der stört. Ja, aber das geht ja natürlich voll in die Wand.
So. Ab in den Müll mit dir. Der wird er dann wahrscheinlich irgendwann noch gefunden. So. Mr. Powers. P-Power. Na, einen Schlüssel habe ich da mitgenommen. Das ist ja gleich, ne? P-Power. So. Zack, hier hin. Hat er noch irgendwas fallen lassen, was ich brauche? Nö, ich glaube, sein Werkzeug, was er braucht zum Tattoo entfernen, das ist eh alles oben. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch den Weg nach oben zu nehmen. Und zwischendurch vielleicht noch die Pistole loswerden, weil die beiden, die Wachen da, die werden mich mit Sicherheit auch abtasten wollen. Das will ich zwar überhaupt nicht, aber dat mut. Aber noch einmal das Ding dabei, und es ist auch gut, dass ich das Ding dabei habe, weil dann kann ich nämlich diese beiden Kameras hier noch entfernen. Und anschließend, ja, legen wir das Ding mal lieber dahin, weil das da drin möglicherweise nicht brauchen. Wobei. Ah. Hier gibt es eine Möglichkeit, drum herum zu kommen, aber ich würde sie zu gern mitnehmen. Rock dich nur. Ich könnte natürlich jetzt hier hingehen und leg das mal hier ab. So. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach hier drum rum gehen und das so belassen. Aber ich möchte unbedingt durch die Vordertür rein. Ja. Nice day. You like the spice? You're entering the lion's den, 47. Tread carefully. Practically everyone here is dangerous. Not least Rico Delgado himself. Where are you going? Come on. All right, Mr. Power. Follow me to the house. Mrs. Delgado wanted to meet you. Yeah. Weiß jetzt nicht, wie es ist. Ich geh mal ganz kurz hier hoch, hol mir das Ding und pack's weg und so. So. Ist ja schon erstaunlich. Ist ja schon erstaunlich. Labert er schon wieder? Of course, most of that was in prison and not always on people who appreciated the work. You know how hard it is to tattoo traitor on a guy's forehead while he's squirming around on the ground like a worm? Not easy, let me tell you. That's quite a story. You bet. So, die Kamera möchte ich jetzt nicht unbedingt durchlatschen. Delgado, wife to Rico Delgado for the past 11 years. Really, you? It's such an honor to meet you. I just love your show. That episode where you tattoo the heart on the arm of that dying policeman while they're administrating CPR. It's the most beautiful thing I've ever seen. A great moment. I cherish the memory to this day. Oh,
See. So. Ja, ja. Rico has this tattoo on his neck, and he insists it's supposed to be based on a photo of me. I'm not a fool, Mr. Powers. My nose never looked like that, not even before the operation. And sure, I've had a few tics done here and there, but nothing as drastic as that. I want you to make it look like me, not some young skank. I'll do my very best, Mrs. Delgado. Oh, Chico, let me just grab a quick selfie with you, all right? Sure, why not? Yay! Just look this way. Okay, see, wow, we look so good together. This is great. Lustig. Ja, dann können wir hinterherlaufen. Und was ich vorhin sagen wollte, ist ja erstaunlich, wie sehr ich hier aber auch durch hier mal kurz abweichen kann und da mal kurz abweichen kann und tralala. Und dass die nicht groß juckt. Ja. Das ist er. You don't exactly look like you nicht. Do on TV, do you? There's something different about you. Cariño, don't insult our guest. He's obviously not been sitting in a stylist chair for days, but this is P power. Who else would it be? Well, what about those cheekbones? The guy on TV didn't have cheekbones like that. Hey, Rico, enough. You know they fix all that in post-production. Just let the man work. Okay, fine. Whatever you say. Er riecht den Braten. Okay, I'm ready. Let's get this thing fixed. Hey man, how much for a cover-up tattoo? Cut! I'm not I getting on sale anymore. I'm just grabbing a few shots for the socials. Relax, Rico. We can't focus here, alright? What's the problem? You don't even have to do anything. Whoa, hey, Rico, don't worry. I've got this under control. Hey, tattoo guy, I'm watching you. One wrong move, y la vas a ir pidiendo. You hear me? Hey, relax, Jose. We're fine. He's a stranger, Rico. I don't like his face. Put the gun away, I'm fine. No way, I'm letting my guard down around a stranger, Rico. Stop. You need to keep still, Mr. Delgado. I wouldn't want to stab you by accident. You heard the man, Catalina. Leave us now. Fine, have it your way. But that tattoo better look exactly like me when you're done with your new BFF, Rico. I need you to calm down a bit, Jose. Just making sure the script doesn't try anything funny. You're taking it too far, Jose. No guns. I'm sorry, but I'm just doing my job, Patron. Hey, Jose, I need you to leave us alone now. You're too wound up right now. You understand? All right, boss, all right. But I'll be back in a little while if I don't hear from you, way one. Oh, finally. So be so quiet. Can I finish my work now? Do what you do best, man. You got it. Also, eins muss ich mir ihm lassen. Er macht seinen Job. Rico Delgado has been eliminated. Nicely done. So. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich als Unfall zählt hier. Ich nehme den mal mit rüber ins Badezimmer. Da kann ich ihn leider nicht verstecken oder so. Aber ich nehme ihn trotzdem mal mit. Und bin gierig. Das nehme ich auch noch mit. So, da komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr einfach raus. Weswegen ich jetzt hier direkt einen Ausgang suche. So. Plus. Da ist Fräulein. Plus, ich möchte gerne in den Keller. Nur, ob ich da so einfach rein darf?
Weiß ich nicht. Aber wir probieren es einfach. So. In den... Da wäre ein Kellerzugang. Probieren wir einfach mal aus. Ah, nein, ich darf nicht in den Keller. Aber... Sagen wir einfach mal, kein Problem. So. So, ich suche hier einen ganz bestimmten Mann. Der läuft hier auch immer mal entlang. Oh, von dem sollte ich mich nicht sehen lassen. Weiß noch nicht gerade, ist er, glaube ich, hier an der Bar. Ich glaube, das ist er, oder? Na, jetzt hier raus käme wir perfekt. Aber ich glaube, der... Der läuft da noch ein bisschen weiter rum. Läuft da noch ein bisschen weiter rum. Ja. Komm genau da entlang. Ich warte hier noch ein bisschen ab. Also den möchte ich haben. Der hat nämlich was Bestimmtes bei sich. Was ich ganz gut gebrauchen kann. Und ich glaube, seine Kleidung gönne ich mir auch. Aber du musst erstmal hier langkommen. Mein Hinkebein. Und... Nein. Das zählt nicht als Unfall. Und ich kann den leider auch nicht irgendwo beseitigen. Schade. Die Sache ist... In dem Badezimmer würde sonst nie jemand nachschauen. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber bei dieser Mission passiert es. Bei dieser Gelegenheit. Naja. Was soll's. Da wurde es halt eben ein Körper gefunden. Ne, komm. Geh gucken, was habe ich da für dich platziert? Eine Münze. Ja, echt schade, dass ich den Körper von Mr. Delgado da nicht verstecken kann. Aber nun ja. Echt wirklich sehr schade, dass... Macht diese Gelegenheit schon so ein bisschen kaputt. Aber nichtsdestotrotz. Ich mag sie. Find sie gut. Es gibt noch andere Gelegenheiten, die vielleicht besser wären. Moment mal. Die Pistole am besten in Anschlag und. Jetzt erstmal den Verschwindibus machen. Not seen shit here. Come. Bevor irgendwas Blödes passiert, halt mal eben so. Jawohl, umdrehen und tschüss. So, wir müssen noch Miss Martinez beseitigen. Und ich spaziere, glaube ich, einfach hier entlang raus fast und werde fast entdeckt von irgend so jemand. Weiß nicht, wer es war. Aber es war gefährlich. Naja, egal. Wir hauen ab. Und zwar hier entlang. So, ich bin mir gerade nicht sicher, ob mir diese Verkleidung dort was nützt, aber das werde ich sehen. Weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob die
Söldner hier verschiedene Verkleidungen haben. Aber wenn ich ehrlich bin, ich will ja gar nicht. Oh, hallo. Mister, dem es egal ist. Ob da jemand über die Mauer klettert oder nicht. Ach du Scheiße. Der geht da gucken. Ich glaube, der geht gar nicht gucken. Das ist ihm zu weit. Da platzieren wir mal dieses Briefchen hier. Und dann könnte es natürlich jetzt sein, dass ich eine ordentliche Stange warten muss. Oh. Scheinbar habe ich Glück. Dachte eigentlich, sie geht jetzt, sie beginnt jetzt gleich ihre Tour. Aber ganz offensichtlich kommt sie gerade nach oben. Das ist sie gerade von der Tour zurück. Oh, es sieht sie gleich den Brief und beginnt zu schimpfen. Which one of you buffoons left a letter from Hector on my desk? I swear to God, when I find out, you're dead. I can't believe this. Well, he's persistent, that's for sure. Oh, well, what's the harm? It's just a letter. Probably just some pitiful cry for help or some shit like that. Let's just read it and get it over with. Ah, to hell with it. Let's see what that fool has to tell me. Ein Briefchen von Hector Delgado, mit dem sie wohl mal liiert war und der nicht von ihr lassen kann. So. See what he has to say. My, Hector, you romantic fool. I had no idea you still felt this way. Maybe. Ja, komm, guck jetzt endlich rein. One thing to say all these things, these wonderful things. Another is to have actually changed. We did have some good times, Hector, it's true. But you're just too dangerous. A loose cannon. I can't trust you to do right by me. And yet I do feel some of those old emotions as well. No. No, I can't do this. This has to end. Ja. Hat es wirklich. Und du gehst ab zu den Krokodilen. Platsch. Oder Piranhas. Excellent work, 47. Now head for an exit. Könnte sie natürlich auch an Nilpferd verfüttern. Das gibt's nämlich hier auch. Das ist das Haustier von Mr. Delgado, aber von Rico. Da gibt's auch Gelegenheiten. Zumindest für Rico gibt es da eine hübsche Gelegenheit und hier nehme ich doch lieber einen kleinen Umweg. So, alles erledigt. Müssen wir eigentlich nur noch abhauen. Leider keinen lautlosen Killer, weil ich die Leiche von Rico Delgado bei der Gelegenheit nicht verstecken kann. Was wirklich schade ist. Aber ist halt so. So, dann nehmen wir doch mal den Bus, mit dem wir gekommen sind, und fahren wieder weg. Oh, meine Klamotten hätte ich noch wechseln können, da bin ich gerade dran vorbeigelaufen, wo die liegen. Egal. Finde ich nämlich eigentlich immer ganz cool, wenn man mit dem
Startoutfit auch wieder rausgeht. Aber das ist absolut nicht notwendig. Oh, diesmal leider nur 4 Sternchen. Weil einmal Körper gefunden wurde. Aber naja, egal. Weiter. Mission Status. Columbia Assignment successful. Tactical targets neutralized. Militia transport network disabled. Location of primary target unknown. Team chasing several leads. End message. Encrypt and send. Source checks out. We can prove the board knew about the chemical leaks. We'll have grounds for a retrial. It won't make a difference. They're too powerful. They're not the devil, Nancy. Just a company. They're not above the law, don't you see? This is bigger than James. Those bastards killed 80 people. And they got away with it. Think about what that means. No one's untouchable. No one's untouchable. Diana! Coming! We got what we came for. Move out. Und noch mehr Bumm. Geisterjagd. So. Da sind wir. Und diesmal haben wir 2 Ziele. Nein, wir haben 3 Ziele. Denn ein weiteres Ziel, das ist noch verdeckt. Das müssen wir erst noch aufspüren. Wir müssen herausfinden, wer es ist. Aber dazu dann in der nächsten Folge. Tschüssi!